Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, zurück in unserer Zentrale, wie ihr hier schon sehen könnt. Ja, eine neue Folge 911 Emergency. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und wir wollen nicht lang quatschen, wir wollen direkt auf Fortsetzen drücken. Kriegen hier noch einen wunderbaren Tipp. Das ist übrigens ein Anzeichen für einen Schlaganfall, brauche ich nicht großartig lesen. Da ein Schlaganfall meistens nur eine Gehirnhälfte betrifft, und zwar wahrscheinlich dann diese, wird die linke Körperseite, die komplette, gelähmt sein. Das erkennt man dann oft. Also das wird hier wahrscheinlich stehen. Beide Arme, ein Arm kann nicht richtig gehoben werden, kann Person einen einfachen Satz wiederholen. Es kann passieren, dass das Sprachzentrum betroffen ist bei so einem Schlaganfall. Also falls ihr es nicht wisst, ich will ja auch mal ein paar Informationen droppen für die, die es interessiert. Die meisten werden es aber wissen. Beim Schlaganfall kann es halt passieren, dass ein Teil des Gehirns nicht mehr durchblutet wird. Durch Arterienverstopfung zum Beispiel, und dann halt auch abstirbt. Und da kann es halt sein, wie gesagt, wenn es die rechte Gehirnhälfte ist, die ja für die linke Körperseite zu ist, das ist über Kreuz, und wenn es dann hier in einem großen Areal zum Schlaganfall kommt, kann es sein, dass die linke Körperhälfte teilweise gelähmt ist. Das kann im Gesicht sein und dann sieht das tatsächlich so aus. Die Arme können nicht bewegt werden, wenn es das Sprachzentrum betrifft, können die Menschen nicht mehr sprechen und so weiter und so fort. Ja, man muss schnell handeln. Und ja, ich hatte da selber Erfahrungen mitgemacht, nicht bei mir, sondern bei Familienangehörigen, und das ist schon was sehr Ernstes. Also, ne, wählt sofort, in unserem Fall die 112. Wir starten. Wir sind immer noch in Anchorage unterwegs. Die letzte Folge habe ich mir angeschaut, ist ja jetzt nun auch wieder ein bisschen her, verzeiht mir das bitte. Nichtsdestotrotz wollen wir uns hier präparieren, um einen hervorragenden Job zu leisten. Wir haben noch einen Feuerwagen und einen Rettungswagen übrig. Und in der Belegschaft aber niemand. Aber 37.000. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, was ich das letzte Mal zum Abschluss gesagt habe, ob wir das noch aufrüsten wollen. Denn eigentlich waren wir gut aufgestellt. Lag auch daran, dass wir beim letzten Mal eine relativ ruhige Schicht hatten. Ansonsten gucken wir nochmal. Ist denn alles belegt? Wir könnten noch einen Polizisten einstellen für die Einheit Nummer 3, für unser Special Team. Haben wir sogar eine Schrotflinte mit ausgerüstet. Der Hubschrauber fliegt ja bei den Blizzard-Bedingungen meist nicht. Wir könnten auch unsere Sanitäter aufrüsten für einen effektiveren Einsatz. Aber wie gesagt, eigentlich waren wir gut aufgestellt. Ich sehe, wir haben eine Menge an Einheiten. Deshalb würde ich es tatsächlich erstmal noch so lassen, nochmal das Geld sparen, denn es gibt ja hier coole Fahrzeuge und Equipment, was wir uns hier eventuell noch zulegen sollten. Ich wollte nur nochmal schauen, hatten wir jetzt hier Taser und jetzt System Terminal oder System Terminal ermöglicht einen einfachen Zugang zur Polizei. Da hat man was viel Zeit bei Einsätzen spart, ja. Für Routineeinsätze. Wir hatten doch noch eine Sucheinheit. Haben wir die noch? Das war doch eigentlich eine Polizeieinheit mit speziell ausgerüsteter. Wir haben noch eine Pistole übrig. Ist denn einer der Polizisten unbewaffnet? Nein. Beim Equipment gab es ja spezielle Sachen eigentlich mal. Hier scheinbar nicht. Ein spezielles Suchequipment. Naja, haben wir hier nicht den Fall, dann würde ich sagen, beschleunigt den Heilungsprozess, kann von allen Rettungsassistenten verwandeln. Wir kaufen mal einfach so ein paar Kollegen hiervon und rüsten mal den ein oder anderen damit aus. Ach komm schon, ich bin ein bisschen doof. Aber ist auch ein bisschen doof gemacht, ja, also. Und hier, wir rüsten euch einfach mal damit aus, damit wir so ein paar Rettungseinheiten haben, die vielleicht ein bisschen schneller sind. Vor allem habe ich mich für die Einheit Nummer 11 entschieden, denn wenn wir einen größeren Einsatz haben, schicken wir die da auf jeden Fall hin. Und upsala, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann sind die auch ein bisschen fixer da unterwegs. So, wir starten die Entsendung. Wir sind ja meist von Anfang an schon relativ gut aufgestellt. Ich überprüfe das nur nochmal. Polizei ist gut aufgestellt, sehr gut sogar. Wir haben halt die Einheiten mit dem Hubschrauber noch tatsächlich in der Nähe. Der scheint also diesmal verfügbar zu sein, also kein Blizzard. Die Rettungswagen sind nicht ganz optimal aufgeteilt. Da können wir einen hier hinschicken. Das geht ja in der Entsendung recht schnell. Und dich dafür ein bisschen zentraler. Dann haben wir das auch gut abgedeckt. Feuerwehr ist auch gut abgedeckt. Da oben haben wir den technischen Dienst, den habe ich lieber immer so ein bisschen mehr in der Mitte und den habe ich dafür lieber da oben. Und ich würde sagen, dann sieht es gut aus und wir starten die Schicht und ich bin gespannt, was uns heute erwartet.
So, die erste Meldung ist direkt ein Gebäudebrand. Die Polizei war einfach schon da und kümmert sich hier das erste Mal schon um den Verletzten. Das sind jetzt hier unsere technischen Dienste. Na, wir schicken ihn trotzdem hin und natürlich auch die Rettungskräfte. Der Mann ist nicht vom Feuer eingeschlossen, das heißt, die Rettungskräfte können sich direkt um ihn kümmern. Es ist ein Feuer. Da steht nicht großes Feuer oder riesiges Feuer oder was auch immer. Was ich mich jetzt frage, ist, welche Einheit haben wir denn hier? Das ist doch der technische Dienst. Das bedeutet, wir holen mal die normalen Einheiten und falls wir den technischen Dienst noch brauchen, haben wir den frei. Upsala. Haben wir den nämlich noch frei. Sehr schön. Geht also gut los mit einem Feuerchen und einem Verletzten. Schwer verletzt sogar, aber der Krankenwagen ist zum Glück gleich da und die Polizisten leisten schon mal erste Hilfe. Das ist wichtig. Das ist natürlich direkt unsere Special-Einheit. Aber die waren halt gerade da. Die sind sogar von alleine hingefahren, habe ich nichts mit zu tun. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und der erste Anruf ließ auch nicht lange auf sich warten. 911, what's your emergency? Hello, there's been a car crash. Where did the collision happen? Around. Ja, stimmt. Ja. Ist jemand verletzt? Wir haben ja hier direkt niemand verletzt. When did it happen? 5 minutes ago. Ist der Unfall? Vielleicht haut er ab. Oh, he's obviously drunk. Ein Fahrzeug kann nicht bewegt werden. So, jetzt haben wir nämlich diesen Fall, dass wir hier noch ein Auto haben, was blockiert. Dafür brauchen wir den technischen Dienst. Das Feuer, ja, das Feuer kann warten, ist kein Problem. Vielleicht nicht das Glückste. Wir haben keine Verletzten. Wir haben noch eine neue Meldung. Wir haben einen Autodiebstahl. Haben wir schnelle Einheiten außer den Hubschrauber? Geschwindigkeit haben die 140, 140 und die haben aber 150. Wir müssen mal gucken, wo der lang fährt, dass wir den so ein bisschen in die Zange nehmen. Injured on board. Der Verletzte des Brandes ist schon aufgenommen, sehr schön. Die Polizei muss jetzt leider noch hier bleiben und die macht schon mal die ersten Löschversuche. Dauert natürlich ewig lange und geht auch nicht runter, die Zeit, logischerweise. Aber wir brauchen den technischen Dienst hier unten, um den Verkehr frei zu machen. Wir hatten halt die Feuerwehr nicht so ganz in der Nähe und ich mache es halt so, dass ich dann lieber das Löschteam da hinschicke und den technischen Dienst da unten behalte. Und wenn der Typ jetzt hier links abbiegt, werde ich aber den Hubschrauber mobilisieren, denn bevor uns die wieder entkommen, müssen wir mal gucken, wo die jetzt langfahren. Fahren noch geradeaus, fahren quasi unsere Polizei hier entgegen. Wenn sie natürlich rechts abbiegen, wäre das Luxus-Premium-mäßig super stark. Und es sieht so aus, als würden die noch geradeaus fahren. Das ist auch okay. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die unterwegs sind. Oh, ein Auto wurde vom Parkplatz gestohlen. Ein Verdächtiger. Und hier ist tatsächlich das Auto, der Fahrer und der Anrufer, also das oder eine Fahrerin. Betrunken. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Wer sich betrunken ans Steuer setzt, ist eine Gefahr. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Lasst euch das eine Lehre sein. Don't drink and drive. Naja gut, 1 bis 17 Fahrerbier sind natürlich drin, aber dann sollte auch Schluss sein. Nein, kleiner Scherz am Rande. Bei sowas macht man keine Scherze. Macht sowas nicht, Freunde. So, unsere Leute sind da und haben den Raser. Mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Nathan Lasseter? Nathan? Das AE erinnert mich so ein bisschen wie in der skandinavischen Sprache, also in Dänemark benutzen die das tatsächlich so ähnlich wie bei uns das Ä und das Zeichen daneben erinnert mich so ein bisschen an das F im Kyrillischen, auch wenn es nur auf einer Hälfte ist. Also vielleicht heißt es auch Nathan, aber das ist ja, ist der Neffen. Der Neffen Lasseter. Mir egal, wie der heißt, er rast und er klaut Autos und Diebstahl ist so eine Geschichte, da bin ich persönlich sehr empfindlich. Also ich finde Diebstahl, sich bereichern an Eigentum anderer, finde ich so frech und dreist. Und jedes Mal, wenn jemand ungeschoren davon kommt, rege ich mich innerlich immer auf. Kleine Anekdote, kleine Geschichte dazu, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, was ihr ja, wenn ich mal im Sommer aufnehme, jedes Mal zu hören bekommt. Und ich wohne ziemlich nah an in der Innenstadt und mein Nachbar ist eine Pizzeria. Ja, deswegen wohne ich hier.
Nein, Spaß. Und gleich daneben ist so ein kleiner Juweliershop. Und eines Nachts bin ich wach geworden, weil ich bei offenem Fenster schlafe, auch jetzt im Winter übrigens. Und durch ein lautes Klirren. Und dann sind da tatsächlich welche in diesen Juwelier eingebrochen und sind dann in die Innenstadt geflüchtet. Die Polizei hat sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie sie bekommen haben. Als sie da waren, waren die natürlich schon weg. Und ich habe einen Moment überlegt, mich schnell anzuziehen, runterzurennen und mich aufs Fahrrad zu schwingen und die zu verfolgen. Ist natürlich super gefährlich, sollte man nicht tun, auf keinen Fall. Ich glaube, die Polizei würde davon auch abraten. Ich meine, auch wenn ich auf mich aufpassen kann, tut sowas nicht. Aber das ist, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn. Ich will, dass die Leute nicht damit davonkommen. Das regt mich auf. Ich weiß nicht, warum. Mein Gerechtigkeitssinn ist, glaube ich, zu sehr ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes ist. Kann aber auch wahrscheinlich was Schlechtes sein. So, ich wollte mal gucken, was haben wir denn hier? Technische Störung, Feuerwehr benötigt. Wir schicken jetzt dann trotzdem mal. Wir müssen mal hier so ein bisschen entzerren, das Ganze. Sie sind mir hier zu dicht auf einem Punkt. Und wenn wir die Einheit jetzt darüber schicken, was haben wir denn? Ist nur ein ungestürzter Baum, ist alt, also nicht. Wir haben hier den Strafzettel und wir haben den nächsten Anrufer. Sorry übrigens, dass ich euch hier so voll quatsch. 911, what's your emergency? Hello? I would like to report a robbery. Oh, oh, oh. Where did this happen? Around. An der Brittle Lane, alles klar. Oh. How long ago did this happen? Just a few minutes ago. Just a few minutes ago. Are your attackers still in the area? They ran away down the road. They ran away down the road. Do you have any injuries? No, I think we're fine. Do you know what direction they went? We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Osten, das heißt, sie kommen uns tatsächlich entgegen. Denn ich denke mal, ihr habt das alle gelernt. Nie ohne Seife waschen. Ich habe letztens gelesen, früher nannte man, also hat man sich das so gemerkt, nie ohne Seife waschen. Nord, Ost, Süd, West. Neuerdings merkt man sich so, der Osten ist rechts. ja. Passt ja, also zumindest wenn man so ne, auf einer Norden nach oben ausgerichteten Karte schaut, ist der Osten halt rechts. Sonst wollte ich nichts damit sagen. So, der Einsatz hier unten ist auch erledigt. Das Auto ist beseitigt, das freut mich. Wir könnten jetzt eigentlich diese Einheit dahin schicken und den hier behalten, denn die werden vielleicht hier direkt gebraucht und der technische Dienst ist dann eh in der Nähe, dann können wir den nämlich auch dorthin schicken. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben ein Feuerwehr benötigt für ein großes Feuer. Ja, dann schicken wir vielleicht nochmal vorsichtshalber noch jemanden hin. Und wir haben eine verletzte Person. Wir nehmen ihn hier. 10-4. 10-4 ist, glaube ich, der amerikanische Code für die Bestätigung. So, Roger, Roger. Ich kümmere mich mal drum. Oder hab's verstanden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Codes... Ich wollte mir die mal angucken, damit ich das immer besser verstehe. Es gibt ja viele, viele Codes. Ja, so langsam füllt sich unser Board mit Aufgaben, aber ich denke, wir haben noch alles im Griff und jetzt habe ich auch erstmal genug voll gequatscht. Ich werde mir gleich einen genüsslichen Schluck aus meiner Kaffeetasse gönnen, die ich übrigens bei diesem Spiel irgendwie, habe ich immer das Gefühl, die gehört dazu, damit ich immer wach bin, ja, und hochkonzentriert. Wir haben übrigens einen Rettungshubschrauber sogar. Egal. Damit ich immer wach bin. Und ich werde mir gleich einen Sip gönnen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn was passiert. Shots fired. Requesting backup. Waiting for orders. Reporting. Understood. So, wir haben jetzt das Problem, dass gerade die Meldung kam, wie ihr gehört habt wahrscheinlich. Shots fired. Dabei dachte ich so, ja, was soll schon passieren, denn die sind ja gar nicht bewaffnet. Normalerweise haben die auch hier so ein bewaffneten Symbol. Aber die wehren sich scheinbar und wir wehren uns dann halt mit Waffengewalt. Das ist nicht immer cool. Ich muss mal überlegen, ob ich für solche Fälle vielleicht auch die Einheiten mit Schlagstöcken ausrüste. Oder Tasern, wenn es sowas gibt. Aber es wird vermutlich Verletzte geben gleich. Deswegen kann ich auch schon mal einen Krankenwagen in die Richtung schicken. Ja, da haben wir den ersten Verletzten. Schwer verletzt sogar. Angeschossen. Aber ich sag mal so, wenn es verletzt... Ja, dann haben wir schon unterwegs den Medical Service. Hier wurde ein Injured on Board. Wenn es Verletzte geben sollte, dann eigentlich am besten gar nicht. Aber wenn, dann bei den bösen Jungs und nicht bei den guten. Und Mädels natürlich. Sorry. So, wir haben jetzt hier noch den einen Menschen, der verhaftet wird und wir haben den nächsten Anruf. Sehr schön. Warum ist das so schnell jetzt? 911, what's your emergency? Help! My kitchen is on fire! Oh nein!
I can't chill. Where are you calling from? Da hinten. Was brennt? Ja, what's ihre Küche. On fire? The counter. I accidentally threw a cloth on the burner. And the fire spread das Küchentuch. Quickly. Okay. Do you have a fire extinguisher? Yeah. Okay, use it to put out the fire. Okay, wait. Ich denke mal, mit dem Feuerlöscher macht man da nichts falsch, oder? Die wird jetzt sich ja wohl nicht dabei verletzen. Oh. Gott sei Dank. Rote Ampel missachtet. Schweinerei. The fire is gone. Thank you. You're welcome. No problem. Just doing my job. Bye. Ja, sehr schön. Dann können wir das auch ignorieren. Und wir haben hier in der Zwischenzeit eine rote Ampel, die missachtet wurde. Und das gefällt der roten Ampel gar nicht. Sie möchte gefälligst beachtet werden und schickt jetzt die Polizei los, um Anzeige zu erstatten. Eine verdächtige Person, die Streife, die wir hier vorsorglich schon mal vorher runtergeschickt haben, regelt das. Und wir haben hier das große Feuer, was nur noch bekämpft werden muss. Und das ist auch gleich erledigt. Wir sind wieder mal gut dabei. Das Einzige, was jetzt noch besser sein könnte, ist den Typen, dass der mal verhaftet wird und sich um den Verletzten gekümmert wird. Also wird schon, der eine Polizist kümmert sich um den Verletzten und die Dame sorgt dafür, den Dieb noch zu behandeln. Das Feuer ist übrigens tatsächlich jetzt gelöscht. Wir schicken mal wieder eine Feuerwehreinheit vorsichtshalber ins Zentrum weiter rein. Und die andere. Hatten wir hier nicht zwei Einheiten? Habe ich mich getäuscht? Ja, never mind. Es war nur diese eine Einheit. Wenn wir den Kollegen hier wieder frei haben. Den haben wir frei. Dann kann der sich ja hier hinbegeben. Und ein bisschen Bereitschaftsdienst machen, sage ich mal. Oh, da wollte ich dich gar nicht hinschicken. Ja. So, wir haben noch einen kleinen Ladendiebstahl. In einem Supermarkt wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ein Sicherheitsbeamter wartet mit dem Verdächtigen auf das Eintreffen der Polizei. Ganz normales Szenario. Ich selber habe neben dem Studio eine Zeit lang beim Sicherheitsdienst hier beim Lokalen gearbeitet und da unter anderem auch als Ladendetektiv. Und das ist eher Routine. Denn in den meisten Fällen, wenn man die Leute ertappt hat, wissen die Bescheid, was los ist. Und eher selten kommt es da zu spektakulären Fluchtversuchen oder dass sie sich gar wehren. Meistens kommen sie mit und akzeptieren das. Und ja, jetzt sitzt man da mit denen, nimmt schon mal, füllt schon mal die Protokolle aus, nimmt die Personalien schon mal grob auf. Und wenn sie es zulassen, durchsucht man die auch schon mal. Denn als Ladendetektiv darf man das nicht ohne deren Zustimmung. Auch wenn die jetzt gerade hier offensichtlich was geklaut haben. Wir haben einen verletzten Polizisten, das ist nicht cool. Auf jeden Fall, wie ich sagte, hat man dieses Recht nicht, die ohne deren Zustimmung zu durchsuchen. Wenn sie sich dagegen weigern, holt man halt sowieso die Polizei. Sind es keine deutschen Staatsbürger, muss man auch die Polizei rufen, was nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern einfach, da sie dann keine Meldeadresse haben, an die wir die Post schicken könnten und die Polizei das immer dann übernehmen muss. Naja, ist auch ein anderes Thema für sich. Auf jeden Fall ist das ein ganz normaler Routineeinsatz. Die warten jetzt, die Polizei kommt, nimmt ihn auf und wenn sie nämlich aufgrund fehlendes, wenn er sich halt nicht ausweisen kann als deutscher Staatsbürger und hier keinen Wohnsitz hat, um das alles gegenzuchecken, wer das wirklich ist, nimmt die Polizei ihn dann mit und wenn es nicht der Fall ist, dann kann der Mensch einfach gehen. In der Regel, wenn es deutsche Staatsbürger sind, übrigens braucht man gar nicht die Polizei rufen, dann kriegen die ihre Anzeige per Post nach Hause und Ladenverbot und Vertragsstrafe und so Gedöns, alles mit der Post nach Hause und dann unterschreiben die dann nur noch das Hausverbot und dass sie beim Clown erwischt wurden und gehen dann wieder ihres Weges. So, ach ja, und bei Minderjährigen immer die Polizei rufen. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Okay. Could you check it? Wo denn? Where's the car parked? It's a restricted area. Vor dem Krankenhaus. Can you give me the address of where this car is parked, sir? In Grissom Circle. Ach, guck mal, da haben wir die Kollegen hier gerade in der Nähe. Hello? Was stört denn? So what is it about this parked car that has you concerned? This is my spot. Aber vor dem Krankenhaus. Wir schicken die Polizei. Have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Ich weiß, dass wir schon mal so einen Anruf hatten und der hat auch gesagt, das ist mein Spot. Ja, Sheldon Cooper lässt grüßen.
Und wir haben das ignoriert und damals war das falsch. Und da er ja, er hat zwar jetzt das nicht gesagt, aber hier steht es ja vor dem Krankenhaus. Und wenn natürlich, ist hier ein Krankenhaus? Da ist tatsächlich auch ein Krankenhaus, oder? Täuscht das gerade. Ist das nur der Einsatz? Oder, nee, wir haben da kein Krankenhaus. Ist ja auch egal. Auto blockiert Straße. Da haben wir den technischen Dienst perfekt direkt in der Nähe geparkt. Denn wenn das ein Krankenhaus ist und der blockiert vielleicht eine Einfahrt, wo ein Rettungswagen rein muss. Da geht es nur um den Anrufer. Wir haben immer noch den verletzten Polizisten. Leicht verletzt. Jetzt ist hier aber kein Auto, was weggezogen werden muss. Also war das vielleicht ein falscher Alarm. Und wir haben umsonst unsere Einheit hingeschickt. Kostet uns ein bisschen Ruf und Effizienz, Verzeihung. Und naja, hätte er jetzt hier irgendwas vom Krankenhaus die Dings blockiert, die Auffahrt für die Rettungswagen, wäre es halt klarer Notfall gewesen. Also klarer Fall für die Polizei. Kein Notfall, aber ein klarer Fall für die Polizei. So, ihr merkt schon, ich bin heute sehr in Redelaune. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ja, ich würde sagen, wir warten ab, was passiert und sehen uns gleich wieder. Und mit wir sehen uns gleich wieder, meine ich natürlich, wir hören uns gleich wieder und haben einen ernsten Fall, häusliche Gewalt. Wir haben einen Verdächtigen, eine verletzte Person, Familienstreit aus dem Ruder gelaufen, Gewalt möglich, wenn es Verletzte gibt, ist es eher sogar nicht possible, sondern probable. Oder vielleicht sogar certain. Und ja, deswegen schicken wir dann natürlich direkt alles hin, was wir haben. Ich denke mal, eine normale Streife reicht bei einer verdächtigen Person. Mit der Verletzten ist natürlich schade. Und wenn wir den Krankenwagen hier haben und hier schon einen Krankenwagen haben, der aber gerade jemanden ins Krankenhaus bringt, schicken wir den mal hier hin. Und wir haben einen Anruf. 911, what's your emergency? You have to help her. She says her chest feels like it's being crushed and she can't breathe. Is she having a heart attack? Where did it happen? In our house. Ja. Could you give me an address? It's a... Och nee, ganz am Himmel. Hier, komm her. Das klingt ernst, da schicken wir den Hubschrauber. Dafür haben wir die. How can I help her? What exactly was she doing? She just finished her cardio. Okay. Does she have any tight clothing? If so, you might have to loosen it a bit. I don't see anything like that. Okay. Kutschersitz. What is she doing right now? Is she standing? Is she sitting? Is she lying down? Sitting. Was ist denn der Kutschersitz? Da habe ich jetzt help her assume the tripod position. She tripod? Should sit or stand leaning forward and then support her upper body with her hands on her knees. Okay, that sounds complicated, but we'll sie sollte stehen oder sitzen, sich nach vorne lehnen und ihren Oberkörper mit Hilfe der Arme auf die Knie stützen. Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? Wait for the ambulance, it's on the way. Ja. Okay, yeah, I'll wait with her. Bye. Okay, ich muss mich unbedingt schlau lesen über den Kutschersitz, davon habe ich noch nie gehört. So, hier haben wir die häusliche Gewalt. Matty Teaxton. Mag es also, was ist das denn? Stella Parker? Die sieht aber schon ein bisschen älter aus. Also, der mag also gerne hier die Frauen verprügeln, dann wird er schon sehen, was er davon hat. Hier, Peyton Diaz wird ihm da schon ganz sanft die Handschellen anlegen, hoffe ich. Herzinfarkt. Sollte es denn sowas sein? Also Atemnot generell ist ja jetzt nichts Leichtes. Übrigens haben wir hier noch ein Auto, das die Straße blockiert. Wir schicken da nochmal die Kollegen hin. Jetzt nicht unbedingt den technischen Dienst, den packen wir hier mal ein bisschen zentral hin. Atemnot generell, auch wenn sie gerade Cardio gemacht hat, heißt das ja nicht, dass sie nur aus der Puste ist. Schicken wir den Hubschrauber. Wir haben keine Einheiten in der Nähe. Es ist vielleicht ernst. Wir haben alle anderen Orte relativ gut abgedeckt. Sollte da jetzt nochmal so ein ernster Fall kommen, dass wir da ruckzuck Einheiten haben. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den Hubschrauber zu senden. Dafür haben wir das, den Bums her und dann sollte sich das schnell erledigen. Hoffe ich. Zum Positiven. Krankenwagen benötigt. Unterbeschuss, ja. Die Meldung hatten wir schon. Gut. Der erste wieder etwas anderer Einsatz, neben den ganzen Routine-Einsätzen. Außer die häusliche Gewalt hatten wir jetzt auch noch nicht so oft. Sollte aber auch schnell erledigt sein. Der Verletzte ist schon behandelt, muss wahrscheinlich nicht mitgenommen werden, hat vielleicht nur eine blutige Nase oder so. Was heißt nur? Ich verurteile häusliche Gewalt aufs Schärfste. Egal ob gegenüber seiner Frau oder seinen Kindern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich auch schon das ein oder andere Mal diszipliniert wurde. Mit dem Latschen. So.
Aber mein Bruder und ich wären noch manchmal Satansbraten. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und auch dieses Mal meine ich mit, wir sehen uns gleich wieder, natürlich, dass wir uns gleich wieder hören. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Ich war mir erst nicht sicher, denn als wir hier angekommen sind, war das, glaube ich, nur eine leichte Verletzung. Der Hubschrauber hat die Dame aber jetzt mitgenommen, also war es vielleicht doch die richtige Entscheidung, wie ich schon erwähnte, den Hubschrauber zu senden. Und derweil haben wir einen Epilepsieanfall. Und ich muss sagen, ich bin selber gerade von mir genervt, denn ich weiß nicht mehr, wie verhält man sich nochmal, wenn man eine Person hat, die Epilepsie hat gerade. Ich weiß, man muss sie beruhigen, man muss aufpassen, dass sie nicht ihre Zunge verschluckt, man darf aber nicht die Finger irgendwie in den Mund stecken, weil halt der Mensch easy in der Lage ist, der Kaumuskel ist euer stärkster Muskel im Körper, lasst euch nichts von anderen täuschen und ein Finger durchbeißen ist eine Kleinigkeit, wenn man es wirklich möchte. Wie verhält man sich nochmal richtig beim Epilepsieanfall? Soll man dem was zwischen die Zähne packen, wie ein Gürtel oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das mal gelesen. Ich bin so schlecht informiert momentan. Und das als durch die Bundeswehr ehemals ausgebildeter Ersthelfer. Ja, bei Bundeswehr. Und ich, wie beim Führerschein ähnlich, musste jeder mal so einen Ersthilfekurs machen. Mann. Ich muss meine Kenntnisse auffrischen. Ihr dürft mir aber gerne in den Kommentaren auch immer weiterhelfen. Ja. Was jetzt zum Beispiel mit diesem Kutschergriff ist oder auch jetzt so Sachen wie diese Geschichte mit dem schon sich erledigten Epilepsieanfall, wie man sich da richtig verhält. So, ich gehe mal ran. Vielleicht stirbt ja gerade jemand, also wollen wir nicht zu lange warten. 911, what's your emergency? Hello, my stomach hurts. Ach, nicht er schon wieder. Seit 2 Wochen, ne? So, how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning. Seit Anfang des Tages. And it feels like it's getting worse by the hour. What's your address, sir? East 11th Avenue. All right. Does anything else hurt? I have a terrible headache. So, do you have any other symptoms? No, I don't think so. Have you eaten anything unusual lately, sir? I don't know. I a burrito. Ate a burrito. I don't a know burrito. If it counts as unusual. Are you sure about the quality of the food that you had? Maybe you have indigestion. I haven't been to that restaurant before, and now that I think about it, that burrito didn't taste right. But I ate it anyway. Probably there's nothing to worry about. Although, I think you should contact your doctor if the pain doesn't go away. Seriously? I knew I could go to the doctor before I called you. Thanks for nothing. Okay. Sollen wir jetzt trotzdem den hinschicken oder ignorieren? Ignorieren. Einfach, weil er so frech war. Was soll ich sagen? Du gehst in ein Restaurant. Bestellst dir ein Burrito. Okay. Ein betrunkener Fahrer. Oh, oh. Den sollten wir möglichst schnell stoppen, schicken zur Not hier so eine von zwei Seiten die Einheiten, damit wir ihn möglichst schnell bekommen. Wenn er jetzt nach oben abbiegt, schicke ich vielleicht auch noch die los. Ne, er fährt noch geradeaus. Also nochmal, du gehst ins Restaurant. Restaurant bedeutet ja für mich, du bezahlst Geld für Essen und Getränke natürlich. So, und dann kriegst du einen, der seltsam schmeckt. Jetzt frage ich mich, wenn er seltsam schmeckt, liegt es an den Zutaten oder schmeckt er seltsam, weil er nicht gut schmeckt? Ich meine, es ist ein Restaurant, das ist eine Dienstleistung. Du bezahlst für diese Dienstleistung Essen. Und wenn diese Dienstleistung nicht zu deiner Zufriedenheit ist, dann sagst du das freundlich. Immer freundlich bleiben bei allem. Und dann kriegt man das doch, dann kriegt man 9. Und wenn er auch seltsam schmeckt, sagt man, es tut mir leid, irgendwas ist, stimmt da nicht. Und entweder isst man da was anderes oder man fragt, oder man sagt halt, dass man nicht mehr weiter essen möchte. Wenn man das alles freundlich macht, dann sind die im Restaurant auch gar nicht so. Ja, es kommt der Ton macht die Musik, sagt man ja so. Und das stimmt tatsächlich. Warum sollte man sich einen ekligen Burrito reinzwängen im Restaurant? Also wenn er merkwürdig schmeckt, meine ich halt. Wenn man es nicht mag, ist es halt doof, ja, aber naja, egal. Vergessen wir das, wir kümmern uns um den betrunkenen Fahrer, den haben wir gleich eingeholt. Ich habe den anderen Polizisten schon gesagt, er kann bleiben, wo er ist. Und ja, bis gleich.
Und wir haben mal wieder was Außergewöhnliches. Schön. Und noch gleichzeitig einen Anruf. Wir haben übrigens noch den betrunkenen Fahrer im Kofferraum. Wir gehen erstmal hier ran. 911, what's your emergency? Hello. There is a fight out in the street. Can you please send the police quickly? Jawohl. Wo denn? Nein. How many of them are there? Wo? There are two of them. Two. Wo? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at West 44th Platz. Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Ein Club, eine Keule. Ist jemand Is verletzt? Anybody injured? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. Roger. Ja, wir schicken Hilfe. Beruhigen. Nein. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, ihr zu sagen, sie soll die Leute beruhigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal live so eine Schlägerei erlebt habt, aber wenn die Jungs, die Herren der Schöpfung, ja, in ihrer majestätischen Verkörperung des Homo Sapiens in ein oder kurz vorm Kampf sind, sind sie so voll mit Adrenalin und scheinbar auch mit Testosteron, die kann man nicht so einfach beruhigen. Wenn die einmal wild sind, kriegt man die nicht mehr auseinander. Und wenn ich da jetzt eine Dame hinschicke und sage, hier, ihr seid doof, dann einer hat noch einen Knüppel. Nicht, dass die dann hier irgendwie den Knüppel abbekommen. So, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt manuell machen konnte. Indem ich die Einheit da manuell hinschicke. Die machen das zwar auch automatisch, aber ich frage mich, ob ich das auch manuell machen kann. Nevermind, wenn sie es automatisch machen. Lass ich so. Wir haben hier einen medizinischen Notfall noch. Ich bin gerade so ein bisschen von der Rolle. Schwangere Frau begann unerwartet, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Oh, 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 oh. Aber wir haben Einheit nicht ganz so weit weg. So, wir gucken mal, was wir hier jetzt haben. Vielleicht sind es mittlerweile mehr geworden, die berühmte Rudelbildung. Gibt es nicht nur beim Fußball. Aria Garcia hat einen Kratzer abbekommen, sehe ich gerade. Wir haben, das ist der Teilnehmer der Schlägerei, und die Anruferin. Und wie gesagt, wenn da zwei Herren der Schöpfung sich gegenüberstehen und sich prügeln wollen, schicken wir keine Dame, die dazwischen gehen soll. Denn wenn die in ihrer Wut nämlich mal um sich hauen, die Jungs, dann ist das meist nichts Schönes für die Dame. Das meine ich gar nicht böse, sondern nur zu ihrem Schutz. Wir haben jetzt sogar schon einen Verletzten. Aber das wussten wir, nee, wussten wir nicht. Wir haben jetzt tatsächlich einen Verletzten. Haben aber vorsorglich schon mal einen Krankenwagen losgeschickt. Haha, weil ich natürlich in meiner ganzen Weisheit und Erfahrung das schon hinbekommen habe. So, dieser Einsatz ist jetzt aber nicht so wichtig. Es wird sich jetzt schon gekümmert. Der erste Verletzte ist ja da und das war auch der Typ mit dem Schläger. Den haben wir als erstes außer Gefecht gesetzt. Der andere wird wahrscheinlich auch noch festgenommen. Die Anruferin wird befragt, was natürlich erstmal Vorrang hat. Und gesichtet Flucht vom Unfallort. Der Hubschrauber hat was gesichtet, wo der Polizist sich direkt drum kümmert. Cool. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, wir kümmern uns lieber um die Schwangere, aber es ist mal wieder ein neues Event. Wir haben den Hubschrauber. Ach, das ist der, die haben den gefunden. Alles klar, die haben ja den Sektor durchsucht. Und die haben ihn gefunden jetzt. Der Hubschrauber wird abkommandiert. Und du kannst dort zur Polizeistation fliegen. Und die Polizei kümmert sich drum. Sehr schön. So, ich bin gespannt, was es jetzt mit der Schwangeren auf sich hat. Und da jetzt gleich Schichtende ist, wird wahrscheinlich nochmal ein Einsatz gleich reinkommen. Vielleicht wieder was Größeres. Schwer verletzt zählt das, aber es wird sich gekümmert. Sehr schön, wenn sie ihr Kind zur Welt bringt, haben wir jetzt Sanitäter da, die das vermutlich regeln können. Seid ihr jetzt fertig mit dem Einsatz? Nein, noch nicht. Die wird noch befragt. Der Teilnehmer der Schlägerei wird auch nur befragt. Scheinbar gibt es so eine Opfer-Täter-Rolle dort. Ja gut, so erwarten wir mal gleich das große Finale der Schicht. Ja. Die wollte ich gerade machen. Da ist das Finale. Kurz Pause, auch wenn es die ganze Zeit tutet. Ja, Shots fired. Ja, wir haben ja genug Polizisten da. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Der Typ hat sich doch nochmal gewehrt. Vielleicht sollten wir mal ins Telefon gehen. 911, what's your emergency? Where are you calling from? Around.
Is he breathing? Yeah, I think he's breathing. Does he have any visible injuries? A black eye, and there's some blood on his face. Oh. Is it possible he's drunk? Yeah, he smells like hell. Completely drunk. I'll send someone right away. So, Black Eye, wusste ich noch nicht, dass man blaues Auge in der englischen Sprache Black Eye nennt. Was haben wir denn hier jetzt? Eine Delle im Auto. Oh, die Ursache muss geklärt werden. Was haben wir denn hier mit den Hubschraubern? Oh Gott. Müssen wir von hier ganz oben eine Einheit schicken. Ich habe jetzt mal diese Einheit abgezogen, weil sie gleich dort ist. Wir schicken den Krankenwagen, der schon einen Verletzten dabei hat, schnell hin und... Das können wir gar nicht. Wir brauchen den Krankenwagen. Hier, wir schicken hier diesen Krankenwagen. Die Polizisten werden sich um den schon kümmern. Der ist ja nur noch der Verletzte. Die leisten jetzt erste Hilfe und befragen hier noch. Die Schicht ist jetzt vorbei. Das heißt, es sind die letzten Einsätze. Dann spule ich das mal ein bisschen vor, beschleunige das. Wir kümmern uns hier um den Betrunkenen, schicken eine Polizeieinheit und entscheiden dann, ob wir den Krankenwagen brauchen. Der betrunkene Mann wird festgenommen, tatsächlich. Wird aber, scheint aber nicht verletzt zu sein. Ich würde sagen, dann können wir die Kollegen ins Krankenhaus bringen. Case resolved. Und we're done here. War es das dann? Nein, wir haben ja hier noch den einen Einsatz. Die Delle im Auto, das muss noch geklärt werden. Was ist da passiert? Hallo? Sie haben eine Delle im Auto? Haben Betrunkene vielleicht mit seinem Kopf gegengehauen, ist bis hier unten hingelaufen und dann ohnmächtig geworden. Möglich ist alles. Wir haben den Typen tatsächlich mitgenommen hier. So, wir warten noch darauf, dass dieser Fall hier gelöst wird. Das dauert noch 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, gelöst. Und wir sind fertig mit der Schicht. Wunderbar. Wunderbar. Ist auch schon eine lange Folge hier geworden, weil ich so viel gelabert habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Eins hat mich interessiert, das Falschparken, dass wir uns da gekümmert haben. Hat schon wieder minus 2 gebracht bei Ruf. Ich weiß immer nicht, was wir machen sollen. Das ist mein Spot. Vielleicht hätten wir gucken sollen, da ist gar kein Krankenhaus und wussten, dass er lügt und hätten es ignorieren sollen. Müssen wir mal das nächste Mal drauf achten. Wir müssen ja aus unseren Fehlern lernen. Ansonsten scheinen wir alles gut gemacht zu haben. Wir haben keine Nuller, sondern alles positive Anmerkungen. Wir haben 20 Einsätze gemeistert. Wir haben 4 eingebuchtet, 4 Strafzettel verteilt, 4 ins Krankenhaus eingewiesen. Insgesamt aber 9, okay. Ruf nur 51, Effizienz 85%. Das geht besser, ist in Ordnung, geht aber besser. Haben aber ordentlich Cash gemacht und können uns da auf die nächste Schicht freuen. Wir haben Elias Thompson wurde verletzt. 96% dürfte nur leicht verletzt sein und wir haben Violet Harris auch nur leicht verletzt. Sollten also nur einen Tag ausfallen, da kriegen wir schon Ersatz ran. Und ich würde mich bedanken an dieser Stelle, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Tipps habt oder so, oder ich vielleicht auch mal mit gefährlichem Halbwissen irgendwas Falsches erzähle, das, ich nehme mich da einfach nicht aus. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gegessen. Ich weiß nicht alles. Ich sage ja oft, ich meine mich erinnern zu können. Sollte ich mal was Falsches sagen und vielleicht der ein oder andere Mediziner unter euch sein, welcher auch immer, berichtigt mich ruhig gerne, weil alles, was man hier lernen würde, wenn ich euch was beibringe, und ist für die Wirklichkeit und genauso ist es andersrum, man kann das auch in der Wirklichkeit benutzen, klärt mich auf, erklärt mir, was ist dieser Kutschergriff, Kutschersitz und wie verhält man sich richtig bei Epilepsie. Ich weiß nicht, ob das hier einer der Tipps war. Schreibt es in die Kommentare. Bleibt auf jeden Fall dran. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, genießt den restlichen Abend und lasst es euch wie immer gut gehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei 911. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.